Hallo, moin und gute liebe Homoaktivfreunde. Heute kommen wir mal wieder mit einem Tipps und Tricks Video, da bei uns etwas defekt gegangen ist, um was sich das handelt. Das seht ihr gleich. Nach dem Intro geht's weiter, bleibt dran. Bis gleich. Hallo zurück, liebe Homoaktivfreunde. Also um was geht es? Unser Wohnmobil ist ja ein bisschen älter und da haben wir folgendes Problem, Markise. Ich zeige es euch, das Corpus Delicti ist das Markisengetriebe. Und zwar dieses Markisengetriebe ist bei uns defekt. Das heißt, wenn ihr die Markise rauskurbelt, ist das kein Problem. Beim Rauskurbeln, ja, durch das Eigengewicht geht es, aber beim Reinkurbeln knackt dieses Getriebe. Und es lässt sich nicht mehr einkurbeln, weil da drin die Zahnräder abgenutzt und defekt sind. Was braucht man dafür? Also erstmal brauchen wir dafür eine Leiter. Wir haben uns hier eine Stehleiter genommen, damit man da hochkommt, damit wir gleich das Getriebe ausbauen können. Und dann brauchen wir gar nicht viel dafür. Und zwar brauchen wir einmal das Markisengetriebe. Das ist von Thule. Wir haben eine Omnistore, aber dieses Getriebe von Thule passt tatsächlich für sehr viele Thule und auch für die alten Omnistores. Dann braucht ihr einen Kreuzschlitzschraubenzieher. Und dann noch einen kleinen Schraubenzieher, ist egal ob ein Phasenprüfer, den ich genommen habe, weil die Isolierung etwas weiter weg war, oder einen kleinen Schraubenzieher, das ist egal. So, und was müssen wir dafür machen? Das ist im Prinzip ganz einfach. Es geht auch tatsächlich wirklich schnell. Ihr müsst hier hochgehen, habt ihr hier diesen Deckel, einmal habt ihr hier diesen Verschluss von der Markise und dann hat man hier diesen Deckel. Da gucken wir gerade mal hier neben rein. Der hat hier so ein paar Führungsnasen, da muss man aufpassen. Weil wenn die manchmal raussehen, kann es schon mal passieren, dass das kaputt geht. Also braucht ihr nur diese Führungsnasen. Vorher machen wir mal einmal kurz die Kurbel ab. So. Und dann tut ihr quasi an diesen Führungsnasen hier diesen ganzen Deckel abmachen. Das war es schon. Und da muss man auch tatsächlich aufpassen, wegen hier diesen einzelnen Dingern, damit die nicht abbrechen. Ja. Zuvor muss man hier diese Schraube, die sie hier lösen, ja, diese Schraube lösen, diese Kreuzschlitz- und Vierkantschraube, damit der Deckel abgeht. So, und dann seht ihr schon, ich habe hier jetzt schon das Getriebe rangebaut. Das ist schon das Neue. Das ist auch gar kein Hexenwerk. Ihr müsst euch merken, in welcher Stellung diese Schraube ist. Ja. Und dann habt ihr hier genau hier draußen drei Schrauben. Das ist einmal diese Schraube und einmal hier oben diese Schraube. Diese löst ihr, dann zieht ihr dieses Getriebe ab. Und wenn ihr dieses Getriebe abgezogen habt, dann rutscht die Markise noch etwas nach. Und bei dem Nachrutschen ist nicht schlimm, dann wird das Tuch ganz locker. Und dann tut ihr die neue Getriebe drauf. Schraubt diese drei Schrauben fest und dann könnt ihr das direkt wieder festschrauben und anschließend dann wieder die Deckel draufsetzen. Andersrum, so rum, da oben draufsetzen, verriegeln, festschrauben und das war's. Ja, und jetzt noch einen kleinen Tipp. Und zwar haben wir auch das Problem gehabt, da nehme ich euch jetzt mal mit hier auf diese andere Seite. Auch wenn die Markisen älter sind, ist das Problem, wir gehen mal hier hinten rum, dass die Markise auf dieser Seite nicht immer schließt. Das heißt, ihr habt hier immer zwischen Anlieger und der Markise so einen kleinen Spalt. Um das wieder dicht zu kriegen, ganz einfacher Trick. Ihr nehmt ein Stück Gafferband oder Panzertape oder Klebeband, klebt hier einen Streifen hin und dann könnt ihr das locker nachher einziehen. Und das zeige ich euch gleich, wenn wir alles zusammengebaut haben und die Markise einkurbeln, dann seht ihr, dass das hier wieder, das Stück vorne hier wieder sauber anliegt und abschließt. Ja? Also, jetzt bauen wir wieder alles zusammen und dann zeige ich euch das Einkurbeln. Also, bis gleich. So, jetzt tun wir die Markise wieder eindrehen und damit ihr seht, dass es vorne ordentlich schließt und dass die Markise auch richtig läuft. Also, auf geht's. Ihr merkt schon, kein Knarren mehr. Das heißt, die Zahnräder arbeiten schön durch, nicht rutscht.
So, und jetzt wird er sehen, jetzt kommt der spannende Moment. Sicherung geht auf und zu. Und jetzt das Wichtigste, was ich euch gesagt habe mit dem Klebeband hier vorne. Seht ihr, die Markise hier liegt wieder sauber an. Das heißt einfach 10 cm Klebebandstreifen oben rein und das Ganze schießt wieder. So ihr Lieben, das war das Video von dem Kurbelgelenkgehäuse bei der Markise. Das heißt, wenn die 15 bis 18 Jahre alt ist, so wie bei uns jetzt 18 Jahre, dann kann das schon mal kaputt gehen. Aber scheut euch nicht davon, es wird tatsächlich eine Arbeit von 20 bis maximal 30 Minuten. Dann hoffen wir, dass es euch gefallen hat soweit. Und dann wünsche ich euch noch alles Gute und wir sehen uns wieder hier beim neuen Film bei unserem Kanal. Also bleibt BOMO aktiv, bis dann und tschüss.